Und wir sind sozusagen quasi, glaube ich, schon so durch die Story durch. Aber halt, haben halt noch so ein paar Dinge, die wir erledigen können, auch für die Bewohner hier. Und da würde ich ganz gerne mal gucken. Wir haben nämlich einmal, glaube ich, noch hier dieses Haarfärbemittel, das wir halt eben bei der Möhre abgeben können. Und das würde ich ganz gern noch tun. Und ich brauche mein Schwert. Achso, stimmt, die Schaufel ist ja quasi mein Schwert. Genau. Hier sehe ich diese Möhre oder diese Karotte. Du mit der grauen auf der Frisur. Hast du Haarfärbemittel? Vielen Dank, werter Knabe. Ich muss deine gute Tat erwidern. Keine Angst, der große Edgar wird die Ungeheuerlichkeit deiner Frisur in Ordnung bringen. Schere, schneide einfach alles ab. O okay. Das ist jetzt seltsam. Zufrieden? Musst du ja sein. Schließlich war es ich, der große Edgar, der das Verbrechen, das dein Haar war, in Ordnung gebracht hat. Er hat mir die Haare abgeschnitten, Leute. Es scheint, als ob dein Haar dein größtes Verbrechen war. Er hat mir einfach die Haare abgeschnitten. Einfach so. Mein Geschäft wird untergehen, nicht wahr? Aber, Ach so, ja, wegen der Eicheln, stimmt ja. Genau, die Story kennen wir ja schon mit der Immobilienmaklerin. So, genau, wir haben das abgegeben. Die anderen Sachen sind eigentlich nur unsere Utilities, die wir auch irgendwie anwenden können. Und ich glaube, es hieß, ich gehe nochmal Richtung Höhle. Ne? Da gab es hier diese Katze, die Hinweise für uns hatte. Und da würde ich einmal kurz nachfragen, was wir da noch tun können. Ich glaube, sie erzählte was von einem Brief und ich bin mir gerade jetzt nicht mehr ganz sicher, welche Hütte sie genau gemeint hat. Irgendwas Verlassenes auf jeden Fall. Und da würde ich ganz gerne nochmal nachfragen. Genau, weil die kann halt noch ganz viele Artefakte sehen, die wir noch nicht haben. So. Suche einen Brief in einem heruntergekommenen Haus. Könnte das vielleicht, also es könnte auch mein Haus sein. Es könnte auch der Kühlschrank sein. Ich würde erstmal, glaube ich, in meinem Haus nachschauen. Oder, achso, hier können wir auch die Sachen wechseln. Ja, gut zu wissen. Achso. Der Spielstand wurde, glaube ich, so ein Stück zurückgesetzt, damit wir noch die restlichen Sachen machen können. Soweit ich das richtig sehe. Also es gab eigentlich nur die Scheune. Der Friedhof glaube ich nicht. Es gab eigentlich nur die Scheune und dann diesen Kühlschrank, also oder dieses Haus mit dem Kühlschrank. Ich würde erstmal bei der Scheune gucken. Ich glaube, hier war die Scheune nicht. Die Scheune war glaube ich im Norden. Genau, stimmt, da war es Slay Queen 23. Ist halt die Frage, wonach man gucken soll. Also mir ist jetzt so kein Brief aufgefallen. War auf dem Schreibtisch? Nee. Mich verwirrt das, weil ich keine Haare mehr habe. Ich habe kein Rübenkraut mehr. Ich finde das unverschämt. Sehr unverschämt. Nächste Folgebericht. Ich würde sonst eher vermuten, dass es im Kühlschrank ist, da in dem Haus. Und weniger hier. Tü-tü-tü-tü. Gehen wir da mal durch. Ich hoffe, meine Haare wachsen irgendwann mal wieder nach, weil das ist schon ein bisschen traurig, so ohne was auf dem Kopf hier als Rübe. Nur so als Rübe ist schon eher schwierig, ne?
Ich hoffe, Leute nehmen mich da noch ernst. Gut. Wir gehen jetzt wieder Richtung Süden. Da ist nämlich noch so eine Hütte, wo sich auch das ganze Gemüse im Kühlschrank befand. Ich hoffe, dass wir da weiterkommen. Ach stimmt, das ist ja diese Eichel, die hier aufgenommen wurde von den Karotten, ne? Ja, sei froh, dass du nicht in den Müll geworfen wurdest, so wie die Babykarotte. Diese komische Kirsche da. So, und hier sollen wir noch einen Brief ausschalten. Ich habe keine Ahnung, wie sich das äußert, ob das einfach dann so random auf dem Boden rumliegt. Ich muss halt so ein bisschen die Augen offen halten. Weil wir können mit den Sachen jetzt auch gar nicht unbedingt interagieren oder so. Ich gehe erstmal in den Süden. Da ist ein Brief. Das ist, glaube ich, ein Brief. Ja. Das ist ein Brief. Das war... Was war denn das für ein Ding gerade? Ich hab mich leider gerade verklickt. Ich glaube, das war der Einberufungsbrief, ne? Ich glaube, dass der quasi ja einberufen werden soll. Oh mein Gott, Zach Dreen hat mein Gigasword-Poster signiert. Ich werde sterben, OMG. Okay. Ich glaub, das hatte ich damals schon gesehen. Das heißt, die komische Kirsche da. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ich glaube, das ist der Brief, der gemeint war, tatsächlich. Ich denke, wir können wieder zur Katze. Und nachfragen. Ah, cool, dass wir es gefunden haben, scheinbar. So, wir müssen hier links raus. Die Musik auch super gechillt, weil die so, ich weiß, die erinnert extrem an Spiele aus dem Roguelike-Genre, so, dass solche Musik irgendwie auch immer relativ vertreten. So. Genau, du kannst alle Artefakte sehen. Suche ein Buch von einem Feind in seiner alten Basis. Das kann ja nur die Zwiebel sein und in der Scheune, das kann ja nur die Scheune von der Zwiebel sein, die das Rathaus werden sollte. Was anderes könnte ich mir darunter jetzt gerade nicht vorstellen. Ach so, falsche Richtung. Nee, das ist der Friedhof. Ist doch richtig hier. Genau, dann gleich geradeaus. Dann finden wir es. So, ein Buch. Wir müssen ein Buch finden. Okay, dann müssen wir also eigentlich nur Richtung Schreibtisch und Co. gucken, weil die Sachen liegen ja einfach offen rum. Okay, ich gehe erstmal nach rechts. Mal hier durch. Aber interessant, ne? Wir waren ja eben schon und haben ein bisschen geguckt und so und da habe ich jetzt auch nichts so weit gesehen. Erstaunlicherweise. Nee, das ist ja ein sind ja Forschungsnotizen gewesen. Es wird wahrscheinlich ähnlich rumliegen wie die anderen Bücher und Zettel halt auch, die wir so gesehen haben. Denke ich mal. So, okay. Rein da. Wo könnte das Buch denn noch sein? Okay, hier sind auch nur Kisten. Ah! Das wird doch schief gehen hier. Hier ist auch nix. Guck mal, hier ist das Büro sogar von ihm. Also wenn ein Buch irgendwo liegen würde, dann doch hier, oder nicht?
dann doch hier. Dexter, Hallöchen. Hallihallo. Locke so rum, okay? Ja, mach das gerne. Freut mich sehr, dich zu sehen. Ich hoffe, dir geht's gut soweit. Ganz viel Spaß im Lurk. Ich suche ein Buch. Und ich habe keine Haare mehr. Ich finde das schockierend. Meine Haare wieder haben. Wo ist das blöde Buch? Seine alten Basis. Das ist ja seine alte Basis. Wenn ich da durchgehe, sind wir wieder draußen. Genau. Ich meine, so verworren ist das jetzt hier nicht wirklich alles, ne? Es ist schon recht überschaubar eigentlich. Uns fehlen halt wirklich... Ich weiß auch nicht, irgendwie so ein... Vielleicht ist es auch gar nicht seine alte Basis in dem Sinne. Ich frage mich halt, ob vielleicht das Gewächshaus auch irgendwie als alte Basis... Warte mal, alte Basis ist doch eigentlich auch das Gewächshaus gewesen. Aber da komme ich ja gar nicht rein zurzeit, ne? Oder wir müssen wirklich nochmal versuchen, da reinzukommen wieder. Wir haben schon nicht den ganzen Tag Zeit. Aber ich kann gar nichts tun. Tu es, bevor ich mir meine Gießkanne zurückrolle und es selbst mache. Ja. Aber ich weiß nicht, was er meint. Genau, mich lässt er ja hier nicht rein. Und in der Story war das ja so, dass mich jetzt Herr Zitrone angesprochen hat und gesagt hat, hier, ich lass dich rein oder so, keine Ahnung. Nee, gar nicht. Ich glaube, hier gab es irgendwie so einen Geheimgang oder sowas, ne? Genau, so war das. Oh, ich bin so blöd, ne? Boah, ey, gut, ich meine, es ist Samstag gewesen, als wir das Spiel gespielt haben. Nee, wann haben wir das Spiel gespielt? Das ist der letzten Donnerstag, ne? Ja gut, okay, ist auch schon wieder fast eine Woche her. Gut, ich habe eine Ausrede. Gut, dann finden wir hier sicher noch das Buch. Oh. Okay. Hier waren wir noch gar nicht, ne? Hä? Hier waren wir doch gar nicht. Unsere Forschung zufolge wurden alle Wesen, die vor uns auf diesem Planeten gelebt haben, durch diese Geräte zerstört. Wir müssen sie unschädlich machen, wenn wir unsere Zukunft schützen wollen. Ich werde Zwiebel damit beauftragen. Don. Tatsächlich, wir waren hier noch gar nicht. Okay. Huch. Ja, die können wir nun, hier liegt einfach mal, ja. Das ist ein guter Ort für eine Basis, den sie sich da ausgesucht haben. Muss man schon sagen. Oh nein, erneute Steuerhinterziehung. Alles Babs. Wir machen jetzt quasi noch so ein paar Collectibles, glaube ich. Ach du Scheiße. Dieses Porträt von der Zwiebel. Von der Zwiebel, von der Zitrone. Geil. Alles Babs. Also Menschen tatsächlich ausgestorben und Gemüse lebt nun, ja. Das war auch irgendwie ein bisschen naheliegend, ne? Weil man hat es ja gesehen, scheinbar gab es ja so wie Atomunfall, Krieg oder so und ja. Und dadurch ist wahrscheinlich das Gemüse lebendig geworden. Todesliste Chat. Gewürzgang, General Traube, meine Frau, nur Spaß, lol. General Traube. Kennen wir General Traube? Also Chat, hört er nicht zu sehr hin? Keine Sorge, die Mafia-Vereinigung gibt's nicht mehr. Obwohl, ich bin die nächste Generation, also eigentlich schon, gibt's die schon noch. Die grüne Wolke bedeutet eigentlich nur, dass ich verseucht bin mit Strahlung. Wozu ist diese Mafia überhaupt gut? Ich will reich werden und diese Versager werden mir nicht dabei helfen. Ich habe etwas über die Menschen und ihre Regierung gelernt. Vielleicht gründe ich meine eigene. Vielleicht kann ich Don überzeugen. Ah, das ist das Büro von Herrn Zwiebel. The layers to the onion. Oh mein Gott, dieses Wortspiel alleine schon.
Die Schichten der Zwiebel. Ein Manifest von Bürgermeister Zwiebel. So, erstmal zerreißen hier. Okay, ich bin, laut Steam bin ich jetzt Anarchist und Tyrann. Okay. Beziehungsweise er ist ein Tyrann und ich bin der Anarchist. Gut. Wir schauen uns hier noch ein bisschen weiter um, weil wir haben immer noch nicht alles gesehen. Da habe ich ja echt einiges verpasst, ne? Also in Anführungszeichen, wir sind halt schneller in den Bosskampf gekommen. Deswegen haben wir das nicht gesehen. Den ganzen Kram. Weil ich zu schnell den Gegner gefunden habe. Ja, ich glaube, wir können also wieder zur Katze zurück, ne? Und da nochmal nachfragen, wie es aussieht. General Traube. Haben wir jemanden gesehen, der eine Traube ist? Wäre sicher nochmal ein interessanter Talkie gewesen. Achso, da war ich doch richtig, ich dödel. Warum renne ich denn weiter? Ist ein bisschen seltsam, dass sie auch immer wieder dasselbe sagt. Mit den Artefakten. Suche einen Hut von einem Bauarbeiter. Oh. Okay. Vielleicht auch in der Scheune? Wäre das einzig Naheliegende? Mein Patenkind hat am Montag auch wieder einen Klopper gebracht. Er hatte Montag Geburtstag und ich war zum Kuchenessen da. Nach dem Essen ist meine Schwägerin raus in den Garten. Er guckt mich irgendwann an. Du kannst ruhig auch rausgehen, eine rauchen oder so. Und er wollte mir durch die Blume sagen, dass er mit seinem Dad in Ruhe das Geschenk ausprobieren wollte. Süß. Das ist süß. Der Helm eines Bauarbeiters. Wir gucken uns mal bei der Scheune um. Vielleicht rennt da ein Bauarbeiter ohne Helm rum. Die Orange ist, glaube ich, kein Bauarbeiter, oder? Hallo, rüber hier drüben. Ich habe mein Kurzzeitgedächtnis verloren. Ich versuche nur zum Gemüsegarten zu kommen. Okay. Ja, okay. Die Geschichte war mir schon bekannt. Aber der hat doch seinen Bauarbeiterhelm. Also beide. Ich hoffe, du magst die Krone. Ich hatte einen ganzen Haufen, den ich an Subscriber verteilen wollte, aber die Schweine haben sie alle gestohlen. Oh, das ist so schön. Ich guck mal, ob ich hier jemanden finde ohne Helm. Aber der hat auch einen Helm. Der hat auch einen Helm. Ihr habt ja alle Helme. Sehr langweilig. Warum habt ihr alle Helme? Versucht mich mein 6-jähriges Patenkind zum Rauchen anzustiften? Ja, offensichtlich. Guck mal, die haben alle Helme auf. Könnte denn noch ein Bauarbeiter ohne Helm sein? Ich glaube, wir kriegen leider auch nicht mehr Hinweise. Das ist das Problem. Problem in Anführungszeichen. Oh, es sieht immer lustig aus, wenn kleine Kinder anfangen langsam zu laufen, ne? Willkommen zurück, Dead Brain. Immer diese nervige Arbeit, die einem beim Stream schauen stört. Ja, ekelhaft, widerlich. Wie kann sie nur? Okay, ich habe so die Ahnung, dass hier niemand ohne Helm ist. Außer ich. Und ich habe hier nicht mal mehr Haare. Vielleicht sollte ich mir jetzt einen Hut aufsetzen, weil ich ertrage den Anblick langsam nicht mehr. Oh, wir können das rückgängig machen. Warte mal, ich möchte wieder einen Vogel auf den Kopf setzen. So jetzt. Das macht mich glücklich. Ein Vogel auf den Kopf macht mich glücklich, ja. Ja, finde ich okay.